Die Juden sagen, auf nichts fußen die Christen. Was geschehen ist, ist, dass eine Gesandtschaft aus Najran, im Süden Arabiens, und zwar eine christliche Gesandtschaft zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, gekommen ist. Und sie waren in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen den Islam vorgestellt. Und anwesend waren auch eine Gruppe von jüdischen Gelehrten. Und sie fingen an, sich zu streiten. Die Juden und die Christen fingen sich an, in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu streiten. Und all dies, wie wir gesagt haben, diese Verse sind herabgesandt worden in Medina. Und das hat sich in Medina ereignet. Und dann sagten die Juden vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf nichts fußen die Christen. Und sie waren damit dem Evangelium und Jesus Christus, dem Messias alaihi wasallam, ungläubig gegenüber. Und die Christen sagten dann als Antwort zu ihnen oder vorher, und auf nichts fußen auch die Juden. Und so waren sie ungläubig gegenüber der Tora, dem Gesetz, das Allah subhanahu wa ta'ala Musa offenbart hat. Und somit waren sie auch Musa alaihi wasallam ungläubig gegenüber. Und wie wir gesagt haben, wenn man einen Propheten leugnet, egal welchen Propheten, sei es ein erwähnter oder sogar ein nicht erwähnter, dann ist man ungläubig. Und man ist erst gläubig und vollständig gläubig, wenn man an alle Propheten gleichermaßen glaubt. Das heißt, an alle glaubt, dass sie von Allah subhanahu wa ta'ala ausgewählt worden sind für den Empfang der Botschaft, für den Empfang der Offenbarung. Das Interessante an diesen Versen ist, dass die Gelehrten der Juden den Christen vorgeworfen haben, dass sie Kuffar sind, dass sie ungläubig sind und dass sie auf nichts fußen. Das ist der Ausdruck, den sie verwendet haben. Sie sind auf nichts, sie haben keine Grundlage, keine Basis. Und die Christen sagen im Gegenzug den Juden, sie haben keine Basis und fußen sich auf nichts. Das Interessante ist, dass beide, wie Allah sagt, obwohl sie doch beide die Schrift lesen. Und das bezeugt, dass sie diese Sache durch Wissen gesagt haben. Eben, dass sie durch Wissen gesagt haben, dass die Christen, also aus der Sicht der Juden, sie haben tatsächlich durch Wissen gesagt, dass die Christen überhaupt keine Basis haben für ihren Glauben, für ihre Dreifaltigkeit und dass das einfach ein Irrglaube ist. Und das haben sie aus dem Evangelium, Entschuldigung, aus der Tora entnommen. Und das weist darauf hin, dass sie die Wahrheit gesprochen haben und dass noch wahre Teile der Tora vorhanden sind. Und das weist darauf hin, dass, dass es auch tatsächlich der Fall ist, dass sie sich auf nichts stützen. Und genauso umgekehrt, die Christen haben ihr Evangelium zu der damaligen Zeit teilweise gehabt, wie sie auch teilweise heute noch haben, und haben mit Wissen bezeugt, dass die Juden ihr Glaube sich auf nichts fußt und dass es einfach ein Irrglaube ist. Und wenn die einen den anderen vorwerfen durch Wissen und die anderen denn durch Wissen auch den anderen vorwerfen, dass sie ungläubig sind, das heißt, keiner bleibt übrig von diesen beiden Parteien. Und wir sagen, weder die Juden noch die Christen fußen auf irgendetwas. Weder die Juden noch die Christen fußen auf irgendetwas, während wir die Schrift lesen und weil wir mit dem Koran letztendlich urteilen, wer sich auf dem wahren Weg befindet und wer sich auf einem Irrweg befindet. Obwohl sie doch beide die Schrift lesen, das heißt eben die Tora und das Evangelium. Dergleichen Worte führten schon diejenigen, die nicht Bescheid wissen. Hiermit gibt es mehrere Auslegungen und eine Auslegung damit ist gemeint die arabischen Mushrikun, das heißt also dergleichen Worte führten schon diejenigen, die vor ihnen waren, vor diesen Judenchristen, die zu der Zeit gelebt haben, und zwar die arabischen Mushrikun, die arabischen Polytheisten, führten diese gleichen Worte und haben sich das auch gegenseitig vorgeworfen und in Wirklichkeit fußt niemand auf irgendetwas von diesen Götzendienern. Und sie hätten, die Juden und Christen hätten von diesen irregegangenen Völkern lernen müssen und profitieren müssen, sodass sie nicht der gleichen Sünden, dass sie nicht in die gleichen Sünden treten, weil dieser Götzendienst ist im Christentum verboten und im Judentum auch verboten. Und trotzdem begehen sie ihn, die Juden und die Christen. Aber Allah wird zwischen ihnen am Tag der Auferstehung über das richten, worüber sie uneinig sind. Sie sind sich darüber uneinig, wer sich im richtigen Weg befindet, und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen klar sagen, wie wir wissen, am Ende von Surat al-Ma'idah fragt Allah subhanahu wa ta'ala ja, Isa ibn Maryam alayhi salam sogar direkt, hast du zu den Menschen gesagt, nimm mich und meine Mutter zu zwei Göttern neben Allah, und dann wird Isa ihm sagen, Subhanak, gepriesen seist du, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Es steht mir nicht zu, etwas zu sagen,
wozu ich kein Recht habe. Es steht mir nicht so etwas zu sagen, wozu ich kein Recht habe. Und das heißt, sogar Isa a.s., und das ist ja die größte Erniedrigung für die Christen an dem Tag, dass Isa a.s. selbst gegen sie Zeugnis ablegen wird. Das heißt, sie haben niemanden, auf den sie sich stützen können. Sie haben niemanden, auf den sie sich stützen können. Ja. Wir machen weiter, wo wir stehen geblieben sind, und zwar im Vers 114, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und wer ist ungerechter, als wer verhindert? In der Lesart der meisten Qurra, in der Lesart von Ibn Amr, heißt es ohne und. Also wer ist ungerechter? Wer ist ungerechter, als wer verhindert, dass an Allahs Gebetsstätten sein Name genannt wird und sich bemüht, sie zu zerstören? Jene sollen sie nur in Furcht betreten. Für sie gibt es im Diesseits Schande und im Jenseits gewaltige Strafe. Wer ist ungerechter, als wer verhindert, ist eine Frage, in Wirklichkeit aber gemeint damit ist eine Aussage. Und gemeint ist damit, niemand ist ungerechter, als wer verhindert, dass an Allahs Gebetsstätten, also in den Moscheen, wie es im arabischen Wort heißt, also in den Moscheen, Allahs Name genannt wird. Niemand ist ungerechter, als das ist die größte Ungerechtigkeit, also oder eine der großen Ungerechtigkeiten, und sich bemüht, sie zu zerstören. Die Moscheen zu zerstören. Und dass das geschehen ist und dass das immer noch bis heutzutage geschieht, da braucht man nicht viel Wissen zu haben von der Geschichte. Aber was damals passiert ist, ist zum Beispiel, dass die Qurayshiten, das Volk von Quraysh, das eben die Regierung hatte in Makkah, oder das Makkah regiert hat und von der Stamm von dem Propheten Muhammad dann auch kam, sie haben im 6. Jahr nach der Hijra in Sulh al-Hudaybiyah, das heißt der Friedensvertrag von Hudaybiyah, dort haben sie die Muslime daran gehindert, eine Umrah zu vollziehen, und zwar die kleine Pilgerfahrt zu vollziehen. Und dann haben sie diesen berühmten Vertrag miteinander gemacht, dass sie auf jeden Fall nicht dieses Jahr in die Umrah gehen dürfen, sondern erst nächstes Jahr. Und dann haben sie einen längeren Friedensvertrag gemacht, der nachher von den Qurayshiten selbst dann gebrochen worden ist. Okay? Aber Allah SWT sagt eben, wer ist ungerechter, als wer eben Muslime daran hindert, zu den Moscheen Allahs zu kommen. Und dieser Vers ist allgemein, hier heißt es nicht nur in Bezug auf die Moschee in Mekka, sondern überhaupt in allen Moscheen. Und was wir auch wissen, ist, dass heutzutage, bis an den heutigen Tag noch seit zig Jahren, die Juden in Palästina den Muslimen verwehren, in die Moschee zu gehen, in die Al-Aqsa-Moschee, in die Moschee der Muslime. Und nicht nur das, sondern auch der letzte Krieg in Bosnien, wo viele Moscheen zerstört worden sind. Und wer weiß, wie viele Moscheen im Irak zerstört worden sind von den Amerikanern. Und A'udhu Billah, das sind alles Sachen, das sind Menschen, die den Allah subhanahu wa ta'ala den Krieg erklärt haben, indem sie die Moscheen zerstören. Und man darf nicht zu naiv sein und denken, dass es nur um wirtschaftliche Aspekte geht in solchen Kriegen. Nein, es sind auch religiöse Kriege. Besonders der Krieg im Irak ist auch sehr stark religiös geprägt. Und der und auch der Krieg, die, wie bitte? Wie es von einigen selbst genannt wird. Und ohne dass man zu sehr jetzt auch ins Detail darauf eingeht, aber es gibt Bilder, wie Moscheen absichtlich zerstört werden. Wie Moscheen absichtlich zerstört werden und wie Menschen absichtlich umgebracht werden, die überhaupt nichts, eine Waffe nicht einmal in der Hand haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns diese Sachen hier nicht zur schönen Information, sondern wir sollen wissen, dass es solche Leute gibt, die eben die Moscheen zerstören wollen. Und das also wer ist ungerechter, als wer verhindert, dass Allahs Namen in Allahs Gebetsstätten genannt wird? Gemeint ist damit eben, dass überhaupt Allahs gedenkt wird. Damit ist gemeint, dass das Gebet dort stattfindet. Damit ist gemeint, dass man vor dem Gebet in die Moschee gehen darf. Damit ist gemeint, dass man seine Zeit in der Moschee verbringen darf. Damit ist gemeint, dass nach dem Gebet in der Moschee noch bleiben darf. Und jeder weiß, dass in manchen Ländern die Moscheen geschlossen werden zwischen den Gebetszeiten und die Häuser Allahs geschlossen werden. Damit ist gemeint, dass man I'tikaf machen darf im Ramadan. Damit ist gemeint, dass man Unterricht halten darf in den Moscheen. Und diese ganzen Sachen werden teilweise verwehrt, indem man bestimmte Gelehrten nicht mehr lehren lässt, wie es in manchen Ländern der Fall ist. Und all das ist eine der gewaltigsten Ungerechtigkeiten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann, jene,
die so etwas machen, sollen sie nur, das heißt die Moscheen, nur in Furcht betreten. Und da ist ein Hinweis darauf, dass die Kuffar nicht ohne Grund in die Moscheen der Muslime eintreten sollen, sondern nur wenn es einen Grund dafür gibt. Und grundsätzlich gesehen sollen die Kuffar nicht in den Moscheen der Muslime drin sein, es sei denn mit Erlaubnis der Muslime. Das heißt, die Muslime stehen über sie und sie dürfen nur mit Erlaubnis der Muslime reinkommen und nur wenn es einen Grund dafür gibt. Ja. Und die Strafe für sie ist, dass es für sie im Diesseits Schande gibt und im Jenseits gewaltige Strafe. Sie werden noch im Diesseits bestraft vor dem Jenseits. Und das sehen wir und haben wir gesehen in den verschiedenen Beispielen. Zum Beispiel die Mekkaner haben den Propheten aus seinem verwehrt, nach Makka reinzugehen und sie wurden dann erniedrigt und gedemütigt an welchem Tag? An dem Tag, an dem Makka dann befreit worden ist aus den Händen der Götzendiener und in die Hände der gläubigen Muslime wieder zurückgekommen ist. Ja. Und das war ihre Erniedrigung an diesem Tag, dass sie sehen mussten, wie ihre Feinde die Stadt befreit haben von ihnen. Anders ausgedrückt, erobert. Und jeder Mensch, der so etwas macht, wissen wir, es muss ihn irgendwie in diesseits eine Schande treffen. Es muss ihn irgendwie in diesseits eine Schande treffen und im Jenseits erhalten sie gewaltige Strafe. Und es gibt ein Mittel im Koran, das Allah Ta'ala anwendet, und zwar manchmal erwähnt er nicht direkt die Strafe. Und das weist darauf hin, dass die Strafe ganz gewaltig ist. Wie zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا ذِكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. Das heißt, wahrlich diejenigen, die dem Dhikr gegenüber ungläubig sind, Dhikr der Koran, ungläubig sind, nachdem er zu ihnen gekommen ist. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ. Und er ist wahrlich ein gewaltiges Buch oder ein ehrbares Buch. Und hier hat Allah Ta'ala nicht erwähnt, was ist mit ihnen los. Er sagt einfach, wahrlich diejenigen, die den Koran leugnen. Punkt. Ja, wie wenn man jemandem sagt, wehe, wenn du das und das machst, dann erwähnt es nicht. Und das weist auf die gewaltige Strafe hin. Und Allah Ta'ala sagt, hier gibt es für sie gewaltige Strafe und beschreibt es nicht näher. Nein.